Andi! Oh, nee. Oh. Erhöhe mal deinen Einsatz! Leg dem Smartphone weg! Der Spinner, ey, steht ja auf dem Platz und ist am Wetten. Da ist er Experte. Wird's Quoten auf asiatische Hühnerkämpfe geben, da wird er auch noch ein Hunderter rausholen. Ferdinand, fürs nächste Spiel bist du safe. Also nicht safe, sondern der safe. Du sitzt schön auf der Ersatzbank und passt auf die Wertsachen von anderen auf. So, Bundesliga geht wieder los. Bayern gegen Schalke. Für einen S04-Sieg gibt es eine 21er-Quote. Sag mal, liebe Kollegen von sportwetten.de, habt ihr einen am Helm? Selbst für meine Truppe gegen Bayern hätte es nur 13 Euro für einen gegeben. Andi, hörst du auf, an der Eckfahne zu strollern? Das kostet 10 eine Mannschaftskasse. Auf Schalke bin ich mal gespannt hier mit David Wagner. Gibt es so eine Sonderwette? Wann wird der entlassen? Ich sag, der geht freiwillig. Da kommen drei Spieler wieder zurück, die der Wagner aussortiert hat. Uth, Rudi, Bentaleb. Das ist so, wie wenn du vor deiner Haustür drei Tinder-Dates stehen hast, obwohl du dir zur falschen Seite gewischt hast. Stefan, du spielst heute, als hättest du auf der Hochzeit einen Brautstrauß gefangen. Du weißt ja gar nicht, wo hinten und vorne ist. Bei den Bayern fand ich den Hoeneß geil. Alaba hat als Berater einen geldgierigen Piranha. Kann er froh sein. Ich habe als Ersatzspieler einen notgeilen Hengst. Aki, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Bei sportwetten.de gibt es aktuell so einen Willkommensbonus von 150%. Kommst du zu mir in eine Mannschaft, darfst du erstmal den ersten Deckel bezahlen. Da kannst du einen Bausparvertrag auflösen. Stefan, geh da jetzt drauf! Ich weiß auch, dass der mit der Hand Holz sagt, aber am Ende säuft er auch nur Pilzken. Für mich stehen auf jeden Fall schon mal fest die drei Bundesliga-Absteiger. Augsburg, Bremen, Köln und Bielefeld. Hallo, Hermann! Ein Schnitzel weniger wäre auch mal gut. Wer wird Bundesliga-Torschützenkönig? Kannst du auch schon was in den Pott schmeißen? Was eine Überraschung, Favorit ist Lewandowski. Wer auch mit dabei ist, Achtung, Krzysztof Piątek von Hertha BSC Berlin. Ja, so habe ich auch geguckt. Kriegst du 67 Euro für einen. Da kannst du auch unseren Aki nehmen. Ne? Achtmal eingewechselt, 0 Tore und 5 rote Karten. Ganz heißer Tipp, bevor er nach Paris wechselt. Ferdinand, sind wir beim Ballett oder warum nimmst du die Picke? Bei Hertha läuft richtig gut, ey. Nach dem Pokal aus gegen Braunschweig haben wir auf die Eintracht erstmal jeder der Mannschaft schöne Flasche Jägermeister weggemacht. Aber dafür holt sich Hertha jetzt den Córdoba aus Köln. Charaktermäßig ist der Córdoba mehr so wie so ein Zauberwürfel. Auf den hast du auch irgendwann keinen Bock mehr und schmeißt ihn in die Ecke. Andi, kennst du das Lied von Nena? Ich geh mit dir, wohin du willst. Ja, dann bleib da jetzt dran. Eins steht auf jeden Fall für mich fest, Bayern wird mit Abstand Meister.